Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem, ja, zu einem neuen Start von einer Road to Glory oder einer Pack to Glory, wie auch immer man das nimmt. Also einen neuen Account, ein neues Ultimate Team, die erste Folge davon, wo wir von null anfangen. Natürlich ohne FIFA Points wie immer, das kennt ihr ja. Wir sind wieder auf der PlayStation unterwegs und es gibt natürlich ein paar Regeln, denn ich möchte das ein bisschen unterscheiden von der ETG, die ich jetzt sogar, glaube 30 Folgen oder so fertig gemacht habe. Wir haben da knapp 3 Millionen Coins. Was soll ich da jetzt noch großartig machen, außer halt ein Team bauen, so wie das jeder andere macht? Das fand ich ein bisschen langweilig. Deswegen die Idee, dass wir nochmal ganz von vorne anfangen und diesmal aber unter erschwerten Bedingungen, weil wir dürfen uns keine Spieler vom Transfermarkt kaufen, außer für SBCs oder so. Das heißt, wir dürfen nur mit First-Owner-Karten spielen. Das ist gerade für den Anfang sehr, sehr schwierig, weil wir halt, also, und darum soll es jetzt erstmal primär gehen. Ich muss euch jetzt nicht zeigen, wie ich mit einem irgendwie 3-Millionen-Team oder so spiele. Das kriegt jeder hin, sondern wir machen es heute so, dass ich auch ab der Mitte der Folge mit so absoluten Gurkenspielern versuche, in Division Rivals ein bisschen weiterzukommen. Wir können halt sehr viele SBCs machen. Das heißt, wo wir dann halt einfach Packs generieren, wo wir dann aus den Packs Spieler kriegen. Mit den Spielern müssen wir dann unser Team upgraden. Wenn wir diese Spieler nicht mehr brauchen, zum Beispiel ist es irgendwie ein Sergio Busquets mit einer 89, können wir den in eine SBC tun. Wenn wir extrem viele Münzen irgendwie noch haben, weil wir ziehen irgendeine Promokarte oder was, können wir die verkaufen und dürfen dann mit diesen Coins allerdings nur Karten kaufen per SBC. Also das heißt, wie eben schon gesagt, nur First Owner Karten dürfen bei uns später im Team sein. Ihr seht jetzt hier zu Beginn, ich habe erstmal versucht, das Team ein bisschen zu upgraden. Wir haben ein paar Leihspieler bekommen, sogar auch eine Leih-Icon. Da hatten wir, glaube ich, ziemlich Luck. Denn wir haben nämlich Ronaldinho, Pelé und auch den normalen Ronaldo zur Auswahl gehabt. Ihr habt es gesehen, wir haben mit 0 Münzen angefangen. Ich habe erstmal diese Basis-SBC gemacht, die man ja machen muss, um erstmal alle anderen SBCs freizuschalten. Daraufhin hatte ich dann zumindest 300 Coins. Dann habe ich mir für 150 Münzen, ihr seht, den einen Spieler geholt. Also wir waren so arm. Viel ärmer ging es schon gar nicht mehr, ja. 150 Münzen, ich habe halt extra die Spieler immer erboten. Dann haben wir wieder neue Packs gemacht, haben wieder ein paar mehr Spieler bekommen und so weiter und so fort. Ich habe halt versucht, mich immer ein wenig zu steigern, dass wir zumindest bis zum Ende der Folge ein paar Münzen haben. Vielleicht können wir auch mal einen Footdraft spielen, wenn ihr das wollt. Auch das ist eine sehr gute Möglichkeit, wie wir halt an Packs kommen. Also wichtig, ich darf nichts auf dem Transfermarkt für mein Team kaufen. Ich denke mal, das ist eine ziemlich, ziemlich schwere Challenge. Da habt ihr gesehen, da habe ich dann aus einem Bronze-Pack ein richtiges Bronze-Pack nochmal gezogen. Das war dann Tauschspiel, da haben wir nochmal 30 Münzen bekommen. Das war schon mal ganz gut, weil jeder Penny ist nämlich sehr, sehr wichtig. Wir haben, wie gesagt, sonst immer nur die Spieler abgegeben, die wir sowieso in unserer Startermannschaft hatten. Jedenfalls, ja, sind wir jetzt soweit, das kann ich euch schon mal sagen, dass wir zumindest ein Gold-Team haben, denn wir haben dann die SBC noch gemacht. Ich habe hier noch einen HSV-Spieler geholt. Der zweite Spieler, den ich überhaupt auf diesem Account geholt habe, war ein HSV-Spieler. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Nee, natürlich Spaß beiseite. Grüße an alle HSV-Fans, Poyan Palo war am Start, da hatten wir dann auch wieder zwei Silberspieler, nochmal Leihspieler-Pack und dann habe ich noch eine weitere SBC abgeschlossen und das war mit Abstand die beste, denn da hat man nämlich ein Premium-Silber-Pack bekommen. Hier habt ihr es gesehen, ich hatte halt durch die eine SBC habe ich noch 500 Münzen bekommen, dann hatte ich ja ungefähr, ich glaube, knapp über 600, ich weiß nicht ganz genau, und habe halt dann vier Spieler geholt für jeweils 150 Coins habe ich mir die erboten, denn die brauchte ich halt noch, logischerweise. Ihr habt es aber ja sowieso auch hier halt alles gesehen. Und in diesem Silberpack haben wir dann natürlich einige Spieler gezogen, die halt zumindest mal so 500, 600 Münzen wert sind. Das heißt, wir kamen dann schon auf die ersten 3, 4K oder so. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, ich darf mir jetzt aber keine Ahnung, irgendwie Marcus Rashford oder so holen auf dem Transfermarkt, sondern wenn, muss ich den halt ziehen. Ich muss jetzt zu Beginn erstmal mit den Gurken auskommen. Ich kann es euch jetzt schon mal sagen, ich habe noch keinen wirklichen Stürmer. Das wird auf jeden Fall eine ganz witzige Sache, denn wir spielen jetzt gleich Division Rivals. Ich werde das Ganze auch für euch live machen, weil ich glaube, ihr habt das Live-Gameplay immer noch ein bisschen lieber. Das heißt, wir spielen gleich zwei Runden diese Division Rivals Rangspiele, wo wir uns dann halt einranken müssen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das dann wird, weil mein Team hat halt nicht mal Chemie. Aber ich glaube, genau das wollt ihr sehen. Für mich auch eine sehr gute Challenge, weil ihr wisst ja, ich bin wahrscheinlich eher ein bisschen besser in dem Gameplay als in diesem ganzen Trading-Stuff, weil das nun mal auch mein Beruf ist, E-Sportler zu sein. Und von daher bin ich da mal sehr gespannt und hoffe natürlich, dass das für euch
unterhaltsam ist. Wenn euch das gefällt, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben lassen. Ich hoffe, dass wir die 2000 Likes schaffen auf diesem neuen Start von der RTG. Und wir haben da noch einiges zu tun. Und hier haben wir sogar eine ZM-Karte gezogen. Das war top. Und ja, das heißt, ihr habt jetzt die ganzen Goldspieler gesehen. Daraus bauen wir uns jetzt mal ein Team. Ihr werdet es jetzt gleich sehen, was wir uns da so zusammenbasteln konnten. Hier hatten wir zum Beispiel Emerson drin, 84 Pace, da habe ich mich schon wahnsinnig drüber gefreut. Ansonsten liste ich alles auf dem Transfermarkt und wir schauen uns jetzt mal das Team an. So, hier ist unser Team. Ihr seht, wir haben 8000 Münzen, denn alle Sachen habe ich noch von diesem Silberpack verkauft bekommen. Das war auf jeden Fall ganz nice. Und ja, muss ich viel über das Team sagen? Ich denke nicht. Wir haben einen absolut Hammer-Torwart mit Diego Lopez und wir haben einfach keine Stürmer. Wir haben jetzt einen silbernen Kunja, immerhin, aber so, der hat immerhin 4 Sterne Skillmoves. Und daneben haben wir Tutino. Tutino ist jetzt unser Mann, ansonsten haben wir hier noch einen Serge Gnabry und einen Redmond. Die sind zumindest ein bisschen schnell. Die Abwehr hat mit 64 Tempo auch schon ihre besten Zeit hinter sich. Das kann nur super werden, oder? Rein ins Spiel. So, wir haben unseren ersten Gegner. Oh nein, wieso hat der denn so ein Team? Und ich komme hier mit Tutini oder so. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Adama Traoré wird einfach absolut mich überpacen. Das kann ja toll werden. Auf geht's. Es leckt. Oh, es hat geleckt, deswegen spielt er den da hin. Hallo. Wieder Kunja. Oh, das macht er gut. Jetzt haben wir vielleicht mal eine Chance. Kunja, es leckt unfassbar. Aber Kunja mit dem ersten Tor, da ist es, jawohl. Ihr habt gesehen, dass die Verbindung leider nicht so geil ist, aber der silberne Kunja. Oh, geht er direkt raus, der Leon? Ja, also, was soll ich sagen, ne? Außer, dass wir unser erstes Spiel gewonnen haben, denn der Gegner ist direkt rausgegangen. Ladies Pack to Glory mit dem ersten Sieg. Ihr könnt mir auch noch gerne in die Kommentare schreiben, wie denn unser Teamname heißen soll. Und natürlich, was für ein Wappen benutzen sollen. Gerne, wie gesagt, Tipps und Tricks und gute Vorschläge in die Kommentare. Ich werde mir die da mal durchlesen und zur nächsten Folge mal überarbeiten. Ja, dann würde ich mal sagen, ne? Der erste Sieg gehört uns. Oh, geil. Wir haben noch ein Pack. Wir haben noch ein Pack bekommen mit 3 gewöhnlichen Goldspielern und mit einem 7,5K-Pack, weil wir ein Spiel gespielt haben. Und noch Wettkampf-Gameplay. Das holen wir uns natürlich noch ab. Let's go, 300 Münzen. Auf geht's. So, 3 gewöhnliche Goldspieler, also 3 Non-Wares sind das dann, glaube ich. Können wir, glaube ich, direkt mal skippen. Und vielleicht kriegen wir ein, zwei, die uns weiterhelfen mit der Chemie. Grüße. Da gucken wir auch mal rein. Was da so drin ist. Vielleicht ja ein Seltener, der ein bisschen Pace hat. Oh, einen Innenverteidiger. Und Nabil Bentaleb. Und das Schalke-Wappen. Ja, das müssen wir jetzt erstmal reinmachen. Ich habe euch aber leider ja gerade gefragt, was wir für ein Wappen reinmachen. Ja gut, das bleibt jetzt erstmal drin. Zweites Spiel für heute. Und ich freue mich jetzt... ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Ohne Spaß. Das ist so eine Serie, wo ich, glaube ich, mal wieder richtig Lust habe auf FIFA. Weil man so von ganz unten mit so richtigen... Ich sag mal so Mistspielern wieder starten muss. Ihr habt das gegnerische Team gesehen, da muss ich glaube ich nicht so viel zu sagen, wer hier das bessere Team hat. Fenerbahce gegen Leipzig VfB, auf geht's. Oh oh. Nein. Torwart! Der hat den Ball einfach am Tor vorbeigeguckt, der Lopez. Ja. Torwart! Lopez! Lopez ist unser Held! Also sogar Abstoß. Lopez ist der beste Torwart im Spiel. Das ist, oh, das ist sogar Gnabry. Das ist der Einzige, der was kann da vorne. Das müssen wir mal direkt nutzen. Gnabry, jawohl, und endlich mal eine Goldkarte vorne. Und da steht sie direkt 1-0. Let's go, sehr gut. Jawohl, Gnabry, auf geht's. Kunja muss in die Mitte. Ja, Gnabry, gut. Gut, da rückraum. Ja, Tunde, wie hieß der nochmal? Tutuli, ich weiß es nicht mehr. Der macht ihn reiß. Tutino, natürlich. Wer kennt ihn nicht? Gennaro Tutino. Besser als der 9. Auf geht's, nächster Angriff. Mendes auf Kunja. Da ist er wieder ganz frei. Da steht's 3-0. Was ist denn hier los? Wir spielen uns in einen absoluten Vollrausch. Redmond auf Mendes. Mendes. 4-0. Das ist wieder Kunja. Mit einem schönen Skill kommt er da durch. Wir legen Gruppe auf Mendes. Und da steht es dann 5-0 nach 36 Minuten. Auf geht's. Nathan Redmond. Gut. Redmond. Auf Tutino, die alte Legende. Das ist der beste Stürmer, den ich je hatte. Gerano. Gut. Gerano. Ja, Tutino. Ich kann ihn zwar leider kaum aussprechen. Ja. Ich würde mal sagen, ne?
Wenn es ein Man of the Match gibt heute, dann ist es auf jeden Fall absolut der gute italienische Stürmer. Wir haben 6:0 gewonnen, ihr habt das Team von Gegner gesehen. Ja, gut, hätte ich jetzt unbedingt nicht wirklich gedacht. Aber das heißt, wir haben die ersten beiden Spiele gewonnen. Wir kriegen viele EP und viele Coins. Und was wir damit machen, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Wenn ihr unbedingt mehr sehen wollt, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne euer Feedback dazu in die Kommentare. Vielleicht auch Tipps, wie gesagt, Namen und so weiter. Tipps, irgendwelchen Regeln zu Vorschlägen, was ich noch machen könnte. Außer natürlich SBCs, Footdraft und so weiter. Schreibt es gerne in die Kommentare. Tobt euch aus. Ich werde mir alles durchlesen. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.